habe die Ehre, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch. Naja, heute ist eigentlich schon fast Bayerisch für Fortgeschrittene. Also wie gesagt, heute steigen wir ein bisschen tiefer in die bayerische Materie ein. Und zwar kommen wir in einem schon fast Bereich der Grammatik, kann man sagen. Nicht gleich wegschalten, es ist nicht so drucker wie in der Schule. Und zwar fangen wir da ganz einfach einmal an mit etwas noch nicht ganz so dramatisch-grammatischen Größen. Und zwar gibt es da spezielle Kürzel, die an ein Wort gehängt werden und somit einen Gegenstand, den dieses Wort umschreibt, kleiner oder größer machen. Ganz einfach ist das, wenn ich das jetzt am Beispiel des Bulldogs erkläre. Der Bulldog, der Traktor, für die das nicht wissen, die können eigentlich gleich aufhören, das Video zu schauen, weil ihr werdet sowieso überhaupt nichts kapieren. Wie gesagt, Bayerisch für Fortgeschrittene. Schaut erstmal alles an, wenn ihr auch beim Kanal da ist, und dann schaut es da wieder. Ja, Bulldog, genau. Wenn ein Bulldog jetzt ziemlich groß ist und ich das treffen beschreibe mir, dass der wirklich groß ist, dann sage ich, boah, ist das ein Drum-Bulldog. Drum, was ja im Wörtlichen, sage ich jetzt mal, ins Hochdeutsche übersetzt so viel heißt, weil Teil, oder man kann auch sagen Gerät, dann sage ich jetzt, Mann, ist das ein Teil von einem Bulldog. Mann, ist das ein Drum-Bulldog. Das gilt natürlich auch für alles andere, wenn ich ein Riesengebeit da habe, Mann, ist das ein Drum-Gebeit. Also Drum, wenn ich vor etwas habe, dann beschreibt das meistens etwas sehr Großes. Dann kommen wir zu den etwas kleineren Sachen. Da ist wieder anders. Und zwar da haben wir nichts vor dem Wort, sondern hinten angehängt, direkt ans Wort. Und da haben wir jetzt natürlich wieder ein schönes Beispiel. Da. Da haben wir jetzt quasi drei Krögler. Das da, gut, das ist ein Weizenstutzen, bezeichnen wir mal als Krögel, ist wurscht. Ein Mauskrug oder Matzkrug ist ein Drumkrauch. Das ist ein Seidelkrauch. Dieser Seidelkrauch ist halt dann ein Krauch. Und das ein Stamperlkrauch, so jetzt einmal, wird dann als Grechadl bezeichnet. Das haben wir schon des Öfteren in den Videos gehabt. Wenn Sachen sehr klein sind, wird als Verniedlichungsform des Öfteren einmal ein DL hinten angehängt. Das heißt Krauch, Grechadl. Das heißt, das U wird schon mal zu einem L und dann ein Dl hinten rein. Also Grechadl. Somit gibt es natürlich auch mehrere Sachen, weil beim Bulldog, wenn ich jetzt einen wirklich kleinen Bulldog habe, dann kann man auch theoretisch sagen, das ist ein Bulldoggerdl. Und man fällt auch das DL weg, am besten zu erklären an der Flaschen, weil der Flaschen wird dann zum Flaschel. Da ist quasi näher ein L hingehängt und wir haben auch wieder das vom A zum A. Flaschel. Flaschen, Flaschel. Oder auch nochmal ein gutes Beispiel. Fahne. Wenn es jetzt eine große Fahne wäre. Fahne. Fahnerdl. Vom A zum A und das Drl hinten dran. Verniedlichungsformen. Somit waren wir schon mal von groß und klein durch. Dann kommen wir in den Bereich der Zeitformen. Und zwar haben wir da mal die Gegenwart. Meinetwegen, ich acker jetzt grad. Gegenwart. Jetzt gebe ich ja im Hochdeutschen oder in der genau genommenen deutschen Grammatik die erste Vergangenheit. Ich ackerte. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen kenne, der selbst im Hochdeutschen die erste Vergangenheitsform im verbalen Austausch benutzt. Somit haben wir da im Bayerischen genauso. Zweite Vergangenheit, auf Hochdeutsch dazu heißen, ich habe geackert. Und im Bayerischen heißt es halt, ich ho geackert. Im Bayerischen wird dann nämlich oftmals von dem Ackern, geackert, wird das E weggelaufen und mehr als G vorne gemacht. Gackert. Da ist jetzt Ackern ein bisschen ein schlechter Begriff dafür. Mal. Ich male. Ich habe gemalt, ich mal, ich hab gemalt. Wird also oftmals eh weggelaufen, mehr geht vorne angeklatscht. Zweite Vergangenheit und ab geht's. Was haben wir noch für ein Beispiel? Ja, eben, wenn die ganzen Krieger schon da stehen. Ich
Saf, ich hab gesoffen. Und somit kann ich das natürlich auch mit jedem Wort in der bayerischen Sprache in die Vergangenheitsformen bombardieren. Ich kann aber jetzt nicht für jedes Wort ein Beispiel bringen. Wenn ihr mal einen Notfall habt, dann schreibt es mir auf Snapchat und ich schreibe euch auf der Stelle oder sobald ich es lese zurück, was euer Wort in der Vergangenheit ist, warum auch immer ihr das dann brauchen werdet. So, und damit wir euer Ohrwaschel jetzt nicht zum Blumen bringen, machen wir nur noch einen kleinen Teil Grammatik, und zwar Einzahl und Mehrzahl. Es gibt natürlich auch im Hochdeutschen wieder Wörter, die sich in der Einzahl im Bayerischen genauso anhören wie in der Mehrzahl. Zum Beispiel, da haben wir so ein Zuckerl, Bixen, Eubixen, mehrere Bixen. Das bleibt sie gleich. Selbstverständlich gibt es aber dann natürlich auch wieder Ausnahmen. Und zwar fangen wir da einfach wieder bei unseren Kriegler an. Und da waren wir schon. Kriegel, Kriegler. Ein A hin, ein Kappel, Kappler. Flaschel, Flaschler. So gibt es einige Formen, was wir dann auch noch hätten. Und zwar beim Kopf. Bitte fragt es nicht, warum ich da einen pinken Wackeldackel da habe. Das ist eine lange Geschichte. Kopf. Also im Bayerischen auch. Kopf. In der Mehrzahl. Kipf. Da wird es O zum E. Und als gutes Beispiel Strumpf. Strimpf. Wird es U zum I. Ihr seht, oftmals werden einfach nur Vokale umgeändert. Teilweise werden es auch dann zu Ö, Ä und sowas. Oder aus dem Ö und dem E wieder ein Vokal. Also das ist sehr umfassend, das ganze Thema. Wie gesagt, ich kann nur für jedes Wort jetzt ein Beispiel bringen, aber ich versuche es eigentlich mal grundsätzlich so ein bisschen überzubringen. Und da geht es jetzt nochmal die ganz krasse Extremform, und das war jetzt der da. Oder auch jeder andere. Und zwar, das da ist ja ein Deckerl. Das haben wir gerade gelernt, Verniedlichungsform, die Öl hinten dran, Deckel, Deckerl. Wenn ich jetzt mehrere Deckel habe, dann werden aus dem Deckerl in der Mehrzahl Deckerle. Also ihr seht, es gibt eine Milliarde verschiedene Möglichkeiten, sich da jetzt Wörter neu zu bilden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das wieder sehr regional bezogen ist. Deswegen wieder die Bitte, wenn es bei euch wieder irgendwie anders genannt wird, dann schreibt es in die Kommentare, mich interessiert sowas immer ganz, ganz närrisch. Und wir sehen uns dann selbstverständlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder als Bayerisch für Anfänger oder für Fortgeschrittene oder irgendein anderer Schmarrn auf dem Kanal. Abonniert gern, drückt auf das Klickerl, weil sonst kriegt ihr anscheinend gar nichts mehr mit. Schaut auf Snapchat vorbei, auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr uns mal so ein bisschen treffen wollt, die nächsten Gelegenheiten dafür wären, am nächsten Freitag im Tanzhaus Treffer in Aschbuch, am nächsten Samstag in Mosbach am Winteropening, am 8. Dezember im Lappel in Waidhaus, am 15. Dezember absolutes Heimspiel für den Reis, mir und den Rest der Blogger-Crew im Flashlight in Bleistein. Möglichkeiten ohne Ende, schaut's vorbei. Wir sehen uns, habadieri, servus und satz freundlich.